Ederziegeldecken schaffen ein rundum behagliches Raumklima und sind ein perfekter Raumabschluss. Sie können an verschiedenste Grundrisse und Belastungen angepasst werden und sind deshalb besonders flexibel einsetzbar. Die plangeschliffenen Deckensteine passen perfekt aneinander und bilden unterseitig einen homogen, einheitlichen Putzgrund. Da die Decke erst auf der Baustelle zusammengesetzt wird, ist nicht unbedingt ein Kran zur Verlegung nötig. Damit sind sie ideal für die Altbausanierung. Für Bauherren mit großem Eigenleistungsanteil und für kleinere, schwer zugängliche Baustellen. Auf Grundlage des Grundrisses und der Lastangaben wird im Eder-Ziegelwerk ein Verlegeplan und die prüffähige Deckenstatik erstellt. Sind Maße und Statik freigegeben, wird die Decke produziert. Die vorgefertigten Ziegelträger werden zentimetergenau zugeschnitten und mit den Deckensteinen verladen. Pünktlich zum vereinbarten Termin wird die Decke auf die Baustelle geliefert. Eder-Ziegeldecken sind besonders einfach zu verlegen. Zuerst wird auf das Auflager eine Lage Dachpappe als Trennlage gelegt. Die Ziegelträger werden mindestens 12 cm auf das Mauerwerk aufgelegt. Die Lage der Träger ist im Verlegeplan angegeben. Vor dem Verlegen der Deckenziegel müssen die Träger in einem Abstand von maximal 2,20 Meter unterstützt werden. Nun können die Träger genau ausgerichtet werden. Der Achsabstand der Träger beträgt 60 cm. Zum Einrichten der genauen Trägerabstände wird je ein Deckenziegel an den Trägerenden eingehängt. Dann werden die Deckensteine der Reihe nach zwischen die Träger gesetzt. Die Deckenziegel sollen dabei nicht mehr als 3 cm auf dem Mauerwerk aufliegen. Im Bereich Ringanker und Mauerauflager dürfen keine Deckenziegel verlegt werden. Dort, wo Querrippen geplant sind, werden die flacheren Negativziegel eingesetzt und bewehrt. Vor dem Betonieren wird der Aufbeton vollflächig bewehrt. Die notwendige Bewehrung ist im Verlegeplan angegeben. Zum richtigen Abbinden des Betons ist es wichtig, die Deckenziegel vorzunässen. Dann wird die Decke in einem Arbeitsgang betoniert. Damit der Beton nicht zu schnell austrocknet, sollte eine Folie aufgelegt werden oder die Decke mehrmals vorsichtig mit Wasser besprüht werden. Die fertige Decke ist am nächsten Tag begehbar. Nach 4 Wochen hat die Decke ihre volle Tragfähigkeit erreicht. Jetzt kann die Montageunterstützung entfernt werden. Gerade bei der Sanierung alter Bausubstanz zeigt die Eder-Ziegeldecke ihre Stärke. Hier wird sie zur idealen und besonders kostengünstigen Lösung. Marode Decken werden abgetragen und durch Ziegeldecken ersetzt. Zunächst werden Auflager von mindestens 12 cm vorbereitet. Dann werden die Ziegelträger aufgelegt und mit einer Trennlage aus Dachpappe von der Wand entkoppelt. Die Träger müssen mit Montagejochen unterstützt werden. Nun können die Deckenziegel verlegt werden. Die Decke wird betoniert und ist am nächsten Tag begehbar. Der Bauablauf verzögert sich nicht. Die Eder-Ziegeldecke sorgt für ein ruhiges und behagliches Wohnen. Mit einem geeigneten Deckenaufbau erfüllt sie alle Anforderungen an Wärme, Schall- und Brandschutz und macht so die positiven Eigenschaften des Ziegels auch im Deckenbereich nutzbar.